Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Switch. Wir finden uns immer noch im Dungeon und wie man sehen kann, haben wir eigentlich alles soweit erledigt. Müssten jetzt, können auch zurück zum, also haben alle Passwörterteile gefunden. Hier haben wir aber noch einen Gegner, den machen wir noch platt. Und dann gehen wir zurück und würden den Bereich mal betreten. So, los geht's. Ein Wildrufer. Ihr habt schon verloren. Wer hat hier verloren? Bostor! Oh, und dann flammt es auch. Sehr gut. Eieiei. So. Blutet und ist entflammt. Schade. Na gut. Kriegen wir ihn so. Ist ja egal, wie hat er drauf. So, nächster Sieg. Wer Sieg kann, steigt Garrison auf jeden Fall gleich auf. Das ist schon ganz gut. Oder in so eine riesige Maschine. Gehen wir mal hier rein. Was hier? Ah, da sind die Feinde, okay. Okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir die irgendwie so ein bisschen anders was machen. Ich wüsste auch schon wie. Und da würde ich angreifen. So, mal die Crit-Chance erhöht. 60%, das ist natürlich nicht schlecht. Ich bin mal gespannt. Machen wir erstmal den großen Platz, würde ich sagen. Okay. Eieiei. Oh, 249 mal weggehen, die Sau. Okay, wir müssen aber irgendwie mal ein bisschen. Ich glaube, sonst stirbt mir Garrison gleich. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Leben bekommen. Das heißt, wir müssen den Typen da unten auf jeden Fall killen können. Spotten Sie mal. Okay, Fähigkeiten. Kollektive Heilung. Oh Mist, ich dachte, er geht drauf. Muss ich so machen. Nein, ich wollte unseren erwischen. Scheiße. Oh oh. Okay. So schlimm. Eieiei, haben wir alle mal ordentlich hinbekommen. Blut noch. Kollektive Heilung. Na gut, heilen wir uns einmal. Und so, Garrison müsste ja aufsteigen, die anderen zwar nicht. Aber ist doch nochmal okay. Sieg! Oh, Vorsatz des Krieges erschlossen. Zeit für das. So. Bin platt gemacht. Den gehen wir nochmal hier rein und benutzen das Ding jetzt hier.
zu angeln. Ja, brauche ich gar nicht. Aber wir testen trotzdem mit Angeln mal. Oh, doch. Ah, oh, weil das war so groß. Der Fisch. Zwei große schillernde Fischstücke. Okay. Na gut, das war's. Ja, angeln wollen wir gar nicht. Wir wollen jetzt zurückgehen. Jetzt haben wir es ja alles erledigt hier. Jetzt können wir direkt zum Anfang beamen und dann können wir uns mit dem Obermoss, Obermotzi anlegen. Hier ist noch irgendein Beamer. Na nö, ich muss ja hier längst glitzern können. Da ist er. Oh. Dran vorbeigerannt. Achso, hatten wir schon. Okay. Müssen wir dahin wahrscheinlich, ne? Raus können. Müssen wir nur nach unten? Irgendwie. So. Jetzt haben wir das Passwort. Jetzt können wir da rein. Losung. Okay. Was sagen wir da? Geld macht rum. Rum macht Geld. Oh, nochmal. Rum macht Geld. Tor wird geöffnet. Ah, guck mal. Okay, hier kommt gleich der Boss, will mal auffüllen alles. Kann man einmal benutzen. Macht ja aber nichts. Durchforsten wir erstmal alles hier, bevor wir jetzt irgendwie gleich schon irgendwo reingehen. Nicht, dass es irgendwie gleich schon losgeht. Guck mal, hier ist eine Truhe. Sehr gut, da ist auch noch eine Kiste da oben. Die nehmen wir auch noch mit. Und noch mehr entdecken. Ich habe das Gefühl, sobald ich auf diese Plattform gehe und einen Knopf drücke, kommen wir hier nicht mehr zurück. So. Es wird wahrscheinlich nichts anderes mehr gehen. Oh, ein Fahrstuhl. Oh, hallo Leute! Kam es euch nie ein wenig zu leicht vor, hier reinzukommen? So, als hätten wir euch gelassen. Okay, eine kleine Falle. Halt keine Vorträge, Steric. Halt einfach die Klappe. Ich musste euch nur so lange aufhalten, bis das Schiff nach Toten war. Du Idiot, sag ihnen doch nicht, wohin es fährt. Mann, hör auf damit. Ich versuche hier bedrohlich zu klingen. Schalt einfach das verdammte Ding ab, du Trottel. Oh, Hallöchen. Oh. War nicht mal eine Reaktion. Ui, das sieht aus wie ein großer Gegner. Bin mal gespannt. 1273. Okay. Okay. Reinigung, eine Schwächung von einem Wunden. Alle Verbündeten erhalten einen Schutzschild, der jeweils 113. Wäre auch nicht verkehrt.
Und hier... Zerbrechen. Fügt 42 Schaden zu, wenn das Ziel zerrissen. Wir müssen einmal... Scheiße. Fügt allen Feinden nach. Das ist echt doof. Ach Quatsch. Der hat den einfach mal rausgeholt. Gibt's doch gar nicht. Eieieiei. Diese Heilung bringt ja nicht viel, wenn du siehst, wie viel er mir weggehaut. Ach du Scheiße. Maßnahmen für Gegenwehr eingeleitet. Okay, pass auf, er bereitet etwas Großes vor, ja, das sehe ich. So mal heil hier. Okay. Fällt uns alle Feinde abgeschämt. Jetzt geht's ab. Jetzt sterben wir alle drei auf einmal. Pass auf. Ja, auf jeden Fall. Boah. Obwohl, es ging noch. Aber cool war's trotzdem nicht. Öffnen wir zwar. Das ist doch gut für uns einmal. Mana wiederholen. Schadensabwehr aktiviert. Dornen, oh scheiße, das heißt, ich krieg mal was ab, wenn... Hat er nicht hier irgendwas, was man die wegnehmen kann? Nur für Verbündeten, kann ich das wirklich nicht machen, ne? Nein, schade. Jetzt mal 84 Lebenskräfte wieder her.
Haben wir noch für Getränke da? Steht fest, die können wir sofort im nächsten Flakon der Stärke. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Wir machen erstmal hier. Geheilt hat, sonst wäre der jetzt tot gewesen. Okay. War da jetzt gar nicht im Endeffekt. Also hat mich ordentlich reingehauen, wenn er getroffen hat. Aber sonst. Das war wahrscheinlich auch nicht alles. Und noch ein Gegner jetzt. Oh. System Unterbrechung. Aktiviere Notfallroutine. Selbstzerstörung steht unmittelbar bevor. Der Golem wird explodieren. Wir können es nicht verhindern. Vergesst verhindern. Lauf! System abgeschaltet. Er hat es selbst verhindert? Sicher. Vielleicht hatten wir Glück. Wäre nicht das erste Mal. Was, Schwertkämpfer? Vermisst? Na, ihr seht aus, als könntet ihr Hilfe brauchen. Ah, Gott sei Dank hat die nicht so einen großen Vorbau, dann geht's wieder. Monika, es geht dir gut. Natürlich. Sag mal, Noel, war es gemütlich in dem Fass? Für ein Fass war es nicht schlecht. Warte mal, du... Du konntest dich ausruhen. Ich bin diesen Versagern in der Hoffnung gefolgt, ein Schiff zu stehlen. Aber wir müssen wohl eine Weile hier bleiben. So ist es. Die Banditen sind Söldner, die für jemanden Artefakte sammeln und die Leute von der Insel fernhalten. Sie sind die Schweine, die uns abgeschossen haben. Und jetzt haben sie ein Artefakt, das zu etwas namens Totenwacht unterwegs ist. Die Banditen sind ein Problem, aber wir müssen den finden, der sie bezahlt. Wenn wir Totenwacht finden, dürfte die Person, die das Gold hat, nicht weit sein. Monika, hast du etwas gehört, als du den Banditen gefolgt bist? Oh, ich habe eine Menge gehört. Ihr Boss ist irgendeine irre Zauberdame. Dunkel. Schwer zu sagen, ob sie Angst vor ihr haben oder trunken vor Liebe sind. Könnte beides sein, so wie sie von ihr quasseln. Jemand ist eifersüchtig. Wie bitte? Monika, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Puh, von mir aus. Suchen wir diese Dame in Totenwacht. Und dann nichts wie weg von hier. Sehr gut. Ein versteckter Schatz. Okay, machen wir gleich auf. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Rote Monika hat sich uns angeschlossen. Das ist schön, Rote Monika, du bist ein Traum. Hier fahre ich längs, hier gibt es auf jeden Fall nichts. Dum 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 dum. Hier? Hier überhaupt nichts, was ist da denn? Also man könnte hier irgendwas noch einsammeln, aber... Wahrscheinlich, gucken wir mal unsere Kiste nach. Huch, ich gar nicht. Unsere Kiste nach. So, die machen wir mal auf. Aha. Aha.
Okay, ja, dann müssen wir zurück. Wieder darauf drücken wieder. Ah. Also den ganzen Weg jetzt so zurückgehen? Scheiße. Stunden später. Hier Leiter näher? Kann man hier vielleicht irgendwo so eine Leiter hinstellen? Wozu habe ich diese Leiter denn geklaut? Wenn die denn doch für nichts nutze, das macht ja auch keinen Sinn, ne? Nicht möglich, ne? Das würde ja Sinn ergeben, ne? Die Leiter irgendwo hinzustellen, damit man da irgendwie noch höher kommt oder so. Scheint nicht. Jups, verlassen wir den Dungeon. Ja, Leute, das war es dann schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.